Migrantinnen und Afrodeutsche, Türken und Araber, Flüchtlinge und Roma. Aus ihnen macht die Polizei und ihr System Verdächtige, Flüchtende, Kriminelle. In Deutschland darf die Polizei ohne Angaben von Gründen Menschen anhalten, kontrollieren und, wie es heißt, zur Identitätsfeststellung in Gewahrsam nehmen. Menschen, die in der deutschen Gesellschaft einen schweren Stand haben. Nicht, weil sie sich das so ausgesucht hätten, sondern wegen einer auch auf rassistischer Ideologie gegründeten Gesellschaft mit ihren Gesetzen, ihren Medien, ihrer Politik, ihrer Polizei. Dabei trifft es längst nicht jeden. Es trifft Juri, es trifft Dennis, es trifft Sliman. Sie stehen für so viele. Das ist Alltag. Seit 2001 haben wir 70 Geschichten aufgeschrieben. 70 Geschichten voll der Demütigung, Schikane, Gewalt, Erniedrigung. Was konnten wir tun? Wir haben beraten, wir haben Ärzte gesucht, die helfen konnten, körperlich wie seelisch. Wir haben Anwältinnen gefunden, die die Staatsanwaltschaften der Berliner Gerichte herausfordern. Wir haben Geld gesammelt. Wenn wir konnten, haben wir die Prozesskosten übernommen. Wir haben Konzerte, Partys, Veranstaltungen organisiert, damit wir reden können, diskutieren, verstehen und handeln. Wer steht uns gegenüber? Ein Polizeiapparat, der Ermittlungen gegen die eigenen Mitglieder führen soll und darf. Ein Polizeiapparat, der so geschlossen ist, dass niemand mitbekommen soll, wie Beweise verschwinden, gefälscht, vertuscht werden. Siehe Fall Uri Jalloh. Ein Polizeiapparat, den niemand kontrolliert, niemand kontrollieren darf. Ein Polizeiapparat, für den Täterinnen die Justiz zu viel Verständnis aufbringt. Aber wir haben Kraft, wir sind nicht ohnmächtig. Wir müssen aufmerksam sein. In der Schule, in der Ausbildung, auf der Arbeit, auf der Straße. Wir müssen uns solidarisieren, so wie ihr es getan habt und immer noch tut mit Uris Familie und seinen Freunden. Wir müssen da dranbleiben. Seit 2005 kämpft Uris Familie, kämpfen seine Freunde für Gerechtigkeit. Wir müssen nach draußen. Uris Freunde haben es mit anderen geschafft, dass die gesamte bundesdeutsche Presse über das Unrecht berichtete. Über das Unrecht, dass Beweise in Gerichtsverfahren verschwinden und gefälscht werden. Über das Unrecht, dass Täter und ihre Behörde nicht bestraft werden. Wir müssen die Prozesse begleiten. Uris Familie, Freundinnen und Unterstützerinnen haben die Prozesstage in Dessau, Karlsruhe, Magdeburg begleitet. Sie sind nicht müde geworden zu protestieren. Sie sind nicht müde geworden anzuklagen. So bekam Uri eine Stimme. Eine Stimme, die ihm von der Polizei genommen werden sollte. Doch, das haben wir nicht zugelassen. Lass uns heute Uri und alle den anderen gedenken. Aber lass uns nicht dort bleiben. Wir werden weitermachen. Danke.